auf den Rängen unzählige ehemalige Nationalspieler genutzt. Hier haben wir die Voraussetzungen vor diesem Spiel. Ein Punkt und ansonsten Frankreich in der Favoritenrolle mit diesem Kader und einem und Thierry Omeyer in absoluter Topform. Nationalspieler Deutschlands und viele Würdenträger des DHB auf den Tribünen. Daniel Stephan direkt neben Bernhard Kemper. Ein tolles Bild in dieser Halle. Gurt um den Steiß bindet. Und die Franzosen haben Anwurf. Wieder ihre Rückraumschützen in die Spur zu bringen. Jérôme Fernandez mit dem ersten. Bertrand Gil vorbeizukommen, löst jetzt auf, geht mit an den Kreis. Zeitz, ja. Michael Guigou auf Linksaußen bei den Franzosen, der beste. Klares Foul, das nicht geahndet wurde. Da hat Fernandez. Hier nochmal, Guillaume Gilbas, der hat den Fuß rausgehalten. Das hätte für mich 7 Meter geben müssen. Und auf der Gegenseite lassen die Schiris natürlich auch diese Situation laufen. Michael Kraus. Sehr gut, was die Deutschen da in der Bewegung hinten im Rückraum drauf haben. Aber warum hat Rainer Brandt Markus Bauer gleich mit... Henning Fritz. Da haben wir es. Er bekommt dann einen Tape-Verband. Und jetzt schafft es Nassis doch von dieser Position. Dran am Zeitspiel der Franzosen. Das sieht nicht gut aus bei Markus Bauer. Und zweiten Physiotherapeuten. Keine gute Position für ihn. Guigou, der liegt quer in der Luft. Verschwinden nach vorne, da muss die Absicherung hinten da sein. Ja, oder war Kehrmann schon abgereist? Das ist sein Spieler, der da drauf geht. Deutschland noch 15 Sekunden in Unterzahl. Glandorf. Ja, sehr gut. Fernandez. Sehr gut von Glandorf. Abpraller aufnehmen können. Wird dem deutschen Team unfassbar, wie die sich lösen können im direkten Zweikampf. Super. Hier hat Glandorf die Vorarbeit geleistet. Schon zu viel von Schill. Karabatic. Jetzt geht Enz an den Kreis. Jawohl, Thorsten Janssen war eingebrochen. Und vorne immer wieder diese Einlaufbewegungen. Super. Ah, schade. Fritz war dran. Und Gilles. Auf Tor zu gehen. Genau. Guigou war's. Sofort. Die Faust von Johannes Bitter, der immer wieder Henning Fritz unterstützt. Kein Freiwurf und jetzt Kehrmann nach dem Pass. Jawohl! Deutschland und das in Unterzahl. Die Westfalenhalle bebt in ihren Grundfesten. Pascal Hens auf der Position, der sich aufreibt gegen die Abwehrspieler, entlasten. Daniel Nassis, kurze Ecke, kleiner, der den auch gerne gehalten hätte. Vielleicht ein Tick zu spät. Klasse von Fritz. Oh! Keine Anspielstation. Und da wuchtet Zeitz dieses Ding rein.
in der B-Note, nämlich der mentalen Skala, Deutschland weiter nach vorne bringen. Die Franzosen Zeit im Angriff. Klasse Aktion von Guigou, das Anspiel durch die Beine. Technischer Leckerbissen. Schauen Sie hier, durch die Beine von Zeitz. Da, Riesenstimmung. Das Konzept stimmt und Christian Zeitz aus dem Nichts. Kommt einfach der Halbabwehrspieler viel zu spät raus auf Zeitz. Ja, das ist das Gute an der deutschen Deckung. Sie lässt die Angreifer in die Wurft nach außen gedrängt werden. Da noch in die lange Ecke zu kommen, und da ist Henning Fritz. Da fehlt den Franzosen der Linkshänder sehr. Das Hallenmikro, das da so ein bisschen in die deutsche Runde gesenkt wird, kann da kaum noch was ausmachen. Aber am Ende haben Sie es vielleicht gehört, dass... Was ist da auch mit Thierry Omeyer los? Mimi Kraus peilt die Lage von Omeyer vorbei. Die Deutschen, der nächste Treffer in Unterzahl, 13 zu 7. Karabatic, in der Unterzahl ist das alles okay, kein Problem. Der Torschütze mit der Nummer 13, Scoreboy für die deutsche Mannschaft, die 18, Michael. Daniel Nassis. Und das Ganze wieder in kompletter Besetzung. 15 Sekunden ist der Spielzug bei der WM in Portugal. Nur 22 Treffer gefangen haben gegen Frankreich. Dann soll das Heiner Brandt und sein Mann recht sein. Daniel Nassis vorne auf der 1. Das ist genau nach dem Geschmack von Holger Klandorf. So schnell seitlich verschieben kann. Mal sehen, ob das besser klappt. Schade, Fritz war dran. Tor für Frankreich, der Dusche. 15 zu 15, mit der Nummer 8. Wieder Klandorf. Und da geht auch einfach alles rein bei den Deutschen. Jetzt geht er gerade drauf, wechselt nicht in die Mitte. Schniekes Stirnband auf, muss ich sagen. Gut von Karabatic. Klasse Anspiel auf Bertrand Gilles. Deutschland muss kämpfen, um diesen Vorsprung zu behalten. Ausbauen können sie nicht derzeit. Das ist einfach super. Wie Kraus hier zwei Abwehrspieler bindet. Und dann wartet dieser Holger Klandorf. Mit einem Mann weniger auf der Linie ist natürlich Gil, der diese Anspiele verwerten kann. Das kann Florian Kehrmann in dem Fall nicht verhindern. Und er soll ihn auch in Ruhe lassen, sonst kriegt er auch noch eine Zeitstrafe. Thorsten Janssen, der sich da reinwirft. Und Pascal Helms mit einer Energieleistung. Die waren ja alle frei auf der rechten Seite und er geht trotzdem alleine. In der Nähe des deutschen Strafraums. Sechs Tore Vorsprung mit Zehen und Klauen. Claude Onesta hat schon wieder den grünen Karton in der Hand. Kein Foul. Der Ball war frei. Kehrmann, komm. Ja, oh. Die Deutschen da noch eine weitere Zeitstrafe. Nassis. Henning Fritz. Und schauen Sie, wie die Deutschen mitgehen. So hochspringen, um Henning Fritz zu helfen, da hinten in seinem Kasten. Das war natürlich auch kein besonders guter Wurf von Nassis. Und es da bringt es auf die Palme. Jawohl, Pommes! Die Nummer 2, Pascal! Da müssen die französischen Torhüter müssen halt auch mal einen Freien rausnehmen. Unterstützung. Ja, und die Quoten sind unterirdisch. Henning Fritz über 40% und das bei diesen vielen Zeitstrafen, muss man ja auch sehen, in den Kasten, weil die Deutschen hinten zwar ackern, aber von den Zeitstrafen her und jetzt auch mal durch so eine Zeitstrafe die Früchte einfährt und das ist die erste kleinere
rausspielen. Darf er nicht machen. Jetzt sind sie wieder auf 5 Tore rangekommen. Das ist auch so, eine der letzten Varianten. Ja, und das macht er gut. Und eine 2-Minuten-Strafe. Zweite Zeitstrafe für Preis. Schlecht gespielt von Kaufmann. Und Henning Fritz. Der Treffer zählt nie und nimmer, denn Bertrand Schill stand schon längst im Kreis. Hier sehen wir es nochmal. Der Ball prallt von Fritz zurück zu Bertrand Schill. Der steht aber hier schon und kickt den hinter den Deutschen her. Das machen die Franzosen super. Und Luc Abalo bringt die Franzosen heran. Und das liegt vor allen Dingen an den Zeitstrafen, die die deutsche Mannschaft immer wieder kassiert. Gut von Glandorf. Ja, die Latte bebt. Und jetzt kommt Michael Kraus. Ist denn das zu glauben? Torhüterwechsel. Und schauen Sie, wie Schwarzer in dieser Situation wieder. Deutschland kann schon 16 Minuten lang diesen 5-Tore-Vorsprung aus der Halt. Einer aufopferungsvollen Art und Weise. Luc Abalo. Keine Vorwürfe vom französischen Trainer. Eines der größten Talente im Handball. 22 Jahre jung. Klasse Tor von Karabatic. Ist alles noch nicht gewonnen. Für meine Begriffe wieder raus. Hat keine Bindung zum Spiel. Immer arbeitet er mit Dinar da hinten. Und wieder schafft es Holger Glandorf. Block vorbei. Zwischen Deutschland und Frankreich. Karabatic, der dreht jetzt richtig auf. 19:23. Dominik Klein ins Spiel. Oh, und er geht auf Rückraummitte. Frechdachs ran. Jawohl! Kaufmann! Jawohl, die deutsche Mannschaft hat den Ball. Auf geht's, Dominik! Da wackeln die Wände. Das ist ein neues Kapitel in der langen Sportgeschichte der Pfahlenhalle. Joël Abbaty. Ah, die deutsche Mannschaft in ihrer Struktur da in der Abwehr natürlich jetzt aufgrund des Kräfteverschleißes. Junge geht vorne auf die 1 in der Deckung. Pascal Lenz. Abbaty, ja, gut gemacht. Müssen ihre Chancen nutzen. Noch 15 Sekunden in Überzahl. Oh, schlecht von Pascal Lenz. Jetzt wird es eng für die Deutschen. Zu viele Fehler im Angriffsspiel. Nicht und in Überzahl fangen sie jetzt 2 Tore. Kleine Krise bei Deutschland. Jansen! Joël Abbaty. Das hätte Claude Honestar viel früher machen müssen. Joël Abbaty. Er wechselt jetzt, glaube ich, mit Bitter. Ja. Uns mal wechseln. Vielleicht gelingt dir jetzt mal was. Schwarzer! Nee, er soll drin bleiben. Berührt worden von Oliver Rogic. Johannes Bitter. Drei Tore vor. 4,5 Minuten. Olivier Giraud.
Seid frei! Ja! Da hat Karabatic gepennt auf halb. Da muss er doch raus. Ist doch keiner sonst da. Aber hallo. Klasse Tor. Der da die Übersicht behält. In Richtung Tor. Schwarzer. Ja, Zeit ist angehalten. Die Deutsche Bank versucht, das Publikum zu aktivieren. Ich glaube, Heiner Brandt jetzt noch einen erreicht. Ja, das war schade. Zwar im Netz, aber wenig später hatte Christian Schwarzer noch mal eine Gelegenheit, dass sie da an der 9-Meter-Linie sind. Henning Fritz ist wieder drin. Henning Fritz! Und Thorsten Janssen hat den Ball gesichert. Und Henning Fritz kommt dazu als Anspielstation. Ballverlust. Kann Janssen noch eingreifen? Ja. Was für ein Spiel. Und wieder Fritz! Das ist der Hammer. Ein Hammerspiel, eine Leistungssteigerung, der nächste Stufe. Markus Bauer, jetzt beim 7 Meter, das geht noch. Frankreich 26, Deutschland 29. Wer hätte das aufgrund der Personalsorgen vor dieser Weltmeisterschaft für möglich gehalten? Stefan Kretschmar bei den Fernsehkollegen, Daniel, Stefan, die sind alle ganz ergriffen, die drücken eine Träne raus. Jeder haut den Speicherplatz seines Handys voll. Das ist ein bisschen abgerutscht, aber ansonsten Dortmunder Westfalenhalle. Hier haben wir Stefan Kretschmar. Er zieht den Hut. Michael Kraus, die Deutschen lachen und gehen sofort zu Henning Fritz. Sie wissen natürlich, dass am Ende Henning Fritz. Und bei den Deutschen gibt es jetzt die Extrawelle für unvergleichlichen Atmosphäre in der Dortmunder Westfalenhalle und steht damit